Unter dem Motto »Das Beste aus zwei Welten« startete am Grimmer Standort der Muldentalkliniken vor 2 Jahren das neue Projekt der Geburtenstation. Nachdem das ursprüngliche Team der Hebammen geschrumpft war und Schließungsgerüchte brodelten, starteten hochmotivierte Beleghebammen mit reichlich Tatendrang am Standort neu durch. Die inzwischen 13 freiberuflichen Hebammen entwickelten ein Konzept für die Station und ließen sich nicht beirren. Das Beste aus zwei Welten, das war unser Slogan vom Anfang. Da ging es darum, dass man halt die Frauen in ihrer eigenen Kraft unterstützt, und sollte es notwendig sein, dass man dann auch Medizin nutzen kann. Aber dass das nicht der Grundansatz ist, dass man gleich mit Medizin beginnt, sondern wirklich Geburtshilfe betreibt. Entspannung vermitteln die neu gestalteten Räume und lassen fast vergessen, dass sich die werdenden Mütter und Väter hier in einem Krankenhaus befinden. Dass die eigene Geburt vor 2 Jahren glückte, wurde dem Landrat Henrik Reichen voller Stolz präsentiert. Das Team verteilt Aufgaben in einer flachen Hierarchie. Das ist geglückt, weil alle an einem Strang gezogen haben, weil wir uns als Team sehr gut gefunden haben. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben sehr stark daran gearbeitet, dass wir dort stehen, wo wir sind. Wir haben sehr viel Freizeit auch investiert, um uns als quasi Unternehmen im Unternehmen zu etablieren, um diese Webseite zu erstellen. Um zu gucken, wie kann man die moderne Geburtshilfe und nicht Geburtsmedizin auf dem Land weiter ausbauen. Ein Kalender markiert mit roten und blauen Stecknadeln die Geburten. Hier zeigt sich auch, dass das Konzept der Station angenommen wird. 202 Geburten wurden 2017 in Grimma gezählt, 269 schon im Jahr 2019 und bis zum 30.06. diesen Jahres waren es bereits 163. Die Hebammen rechnen mit 300 in diesem Jahr. Auch scheuten die Hebammen diverse Demonstrationen ihrer Arbeit mit Petsiball oder Tragetuch nicht, um dem Landrat einen umfassenden Einblick in ihre Tätigkeiten zu geben, bei der auch die werdenden Väter mit einbezogen werden. Thematisiert wurde aber auch das Fehlen des Kinderarztes in Grimma. Hier konnte beruhigt werden, sollte es bei der Geburt doch Komplikationen geben, kann auf ein medizinisches Team zurückgegriffen werden. Der Landrat zog nach dem Besuch ein durchweg positives Fazit. Anlass war unter anderem die Online-Schalte der neuen Webseite hier im Kreissaal in Grimma. Aber es war für mich auch mal interessant zu sehen, einfach wie ist das Team hier zusammengewachsen, wie haben sie sich auch im Krankenhaus heimisch gefühlt, konnten sie ihre Vorstellungen, die individualisiert in der Welt waren, umsetzen. Denn es ist ja schon kein regulärer Klinikablauf, sondern es sind freiberufliche Frauen, die unterwegs sind, die sich auch organisieren müssen, die auch hier zum Haus passen müssen. Und das hatte ich den Eindruck, dass das gut gelungen. Es gibt gute Zahl an Hebammen, die beschäftigt sind, und es gibt eine deutlich gute Entwicklung bei den Geburtenzahlen. Von 202 war es, glaube ich, auf jetzt 269. Familiäre Vor- und Nachsorge werde hier sehr geschätzt, und so kommen die Mütter sogar aus Halle oder gar Oschatz hierher. Oberärztin Konstanze Liebold attestierte den Hebammen ebenfalls einen bewundernswerten Pioniergeist, und dieser war auch zu spüren. Das anfängliche Experiment des Kreissaales kann man also gern als geglückt bezeichnen.